Hallihallo und herzlich willkommen bei Thief, der Meisterdieb. Ich bin der Baume und in der letzten Folge sind wir hier in diese formschöne kleine Fabrik eingepurzelt gewissermaßen. Lasst euch nicht irritieren, ich habe heute einen Schal drum, aber ich bin nicht krank, nein, ich will nur, dass ihr meinen Bart besser seht. Nee, ich bin ein kleines bisschen erkältet, wie schon in der letzten Folge angedeutet, und ich muss mal hier kurz das Licht richten. So sieht's besser aus, hä? Sieht's besser aus. Ich habe heute mal ein bisschen Bartwichse in dem Bart gespielt, damit alles schön da bleibt, wo es hingehört. So. Speichern. Nee, Blödsinn. Weiterspielen. Ich wollte weiterspielen. Wir saßen hier oben auf dem Balken und, ja, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen jetzt irgendwo den Leichnam finden von dem Typ, dessen Ring wir mopsen wollen, ne? Nee, da will ich nicht runter. Und vor allen Dingen, wir müssen ganz viel klauen. Das ist super wichtig. Denn, ich brauche vor allen Dingen Geld. Alter. Uiuiui, neue Aufnahmesession. Alles noch ein bisschen wackelig hier. Was für ein Ding? Wer ist C? Ich habe ein C. Ich habe sogar zwei. Guck, da vorne sind 1, 2, 10 Stück. Sind noch alle da. Ich friere. Ja, friert mal ruhig eine Runde. Oh, ich hoffe, hier kommt jetzt keiner rum. Ich weiß noch, am Ende der letzten Folge hat hier plötzlich jemand gestanden. Aber... Oh, oh. Also, der hätte mich voll gut gesehen, aber das kann ich ja nochmal mitnehmen. Zurück in die Schatten. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ich hoffe, das Bild läuft jetzt ein bisschen flüssiger. Ich habe ein bisschen was an der V-Sync gedreht und so. Man ist halt immer ständig am Rumprobieren. Kann ich hier auch einfach runterhopsen? Okay, und ich habe mir nicht mal wehgetan dabei. Ich bin schon ein ganz schön guter Dieb, ne? Vergiss die Schwermut, wenn ich das Gießerfieber bekomme. Das Gießerfieber? Was habt denn ihr alles für kuriose Auswahl an Krankheiten, die ihr hier alle kriegen könnt? Von wo kommt denn der? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Rücken weh. Oh, oh. Hä? Scheiße! Wie ging das nochmal mit dem Ducken? Das ist ein Dieb! Stehen bleiben! K.O. schlagen! Was? Ja, K.O. schlagen, K.O. schlagen, K.O. schlagen! Ich hab mich für K.O. schlagen entschieden! Sei ja bitte ein bisschen ruhiger. Okay, gut. Er ist ruhig. Er ist ruhig, alles ruhig, alles ruhig, Jungs. Hier unten ist nichts passiert. Nichts passiert. Wo hätte ich denn jetzt hingehen sollen? Wäre ich hier rübergesprungen, hätte er mich ja auch gesehen. Und ich konnte ihm nur entgegen. Oh, guck mal, hier geht's rein. Okay, das hätte ich machen können. Das hätte ich tatsächlich machen können. Lass mich mal den Typen hier aus dem Weg räumen. Na? Schnappen dir! Los, da stand's doch gerade eben mit X. Genau. So, du kommst jetzt mal schön hier in die Ecke, ne? Hast dich ein bisschen an den Fässern vergriffen, sieht man ja, sind alle leer. Da kann man verstehen, dass du ein bisschen müde geworden bist dann spontan. Puh, okay, gut. Das war schon mal eine Lektion. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn wir entdeckt werden. Wir müssen... Ich schwöre, ich habe jemanden gesehen. Wir müssen prügeln bis zum Umfallen. Kann ich die Tür hier vielleicht auch aufmachen? Nichts. Ich kriege die Tür hier nicht auf, schade. Ah, da geht's doch, dahinter ist doch... Nee, dahinter ist direkt das andere Dach, das ist ja geil. Ich dachte, wir wären jetzt hier im Erdgeschoss, aber nein, durch die Tür geht's wahrscheinlich. Oder ist es eine Spiegelung? Da weiß ich ihn zurecht. Der da oben sieht mich schon nicht, ja? Oh, schnell wieder in den Schatten hier, ganz ehrlich. Wer sieht mich denn? Der da oben, ja? Ja, aber das geht schon alles wieder. Das haben sie mit dem Sound hier echt gut gemacht, das gefällt mir. So hat man immer im Blick, ob einen jemand sieht oder nicht. Schnell rüber. Und hier hoch. Schauen wir mal. Ah, die Sounds sind gut. Die Sounds sind gut. Ich hätte jetzt zur Not noch meine... Ja, wie nennt man das? Diese komische Sicht? Wow. Den könnte ich ja gewiss von hier oben aus auch K.O. hauen, oder? Was die wohl in den Eintopf werfen. Dich. Jeden Moment. Oh, wie konnte ich denn das übersehen? Das ist doch bestimmt wertvoll. Das will ich mitnehmen. Was ist denn das? Das ist doch Kristallglas. Das ist edelstes Kristallglas. Das kann ich bestimmt werfen, um den abzulenken, hä? Huch. Wie kam ich denn plötzlich ins Licht?
Okay, also der dort muss auf jeden Fall... Das stimmt nicht. Wie krieg ich den da weg? Hab ich vielleicht noch was zum Werfen dabei? Wo ist mein Inventar? Nee, ich habe nichts zum Werfen dabei. Schade. Das wär's jetzt, das hätt's jetzt voll gebracht. Und warum kann ich das Ding hier nicht nehmen? Schade. Ich würde zu gern da was rüberwerfen. Oder dem jetzt auf den Kopf springen. Kaffeebohnen kauen, Igitt. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Ach, guck mal, da hinten geht's auch durch. Gut, dann warte ich, bis er jetzt wegschaut. Okay, und rüber. Und jetzt hopsen wir mal hier runter. Und machen das Ding schnell auf. Ah, dieses neue Tool. Saugeil. Und bevor er was merkt, sind wir schon wieder weg. Ja. Okay, okay. Doing progress. Wir machen Fortschritt. Das ist, ja, wird interessant. So viele Leute, so wenig Wege. Wir hätten da drüben auch hochklettern können bei ihm, aber ich weiß nicht, ob uns das wirklich vorangebracht hätte. Oh, aha. Dieses Gerät, so, da, beste Investition im ganzen Spiel. Im ganzen Spiel. Ich werde mir nie wieder was kaufen, weil das macht es nur kaputt. Das war das Beste, was wir uns jemals hätten kaufen können. Und dann auch noch so früh. Was gibt's denn hier zu beobachten? Was ist etwas denn da? Höher und ich komme an die Haken ran. Welche Haken? Die, von denen gerade so verlockend das Blut tropft? Tja, ein Glück versickert das Blut schnell. Was ist das? Was zu futtern? Ui, Nahrung. Wah, hast du dich gerade bewegt, Junge? Ich denke, da hängen Puppen. Da hängen ja doch keine Puppen. Dann hängen da halt keine Puppen. Ja, irgendwo müssen die Leichen ja hin, ne? Sind wir mal ehrlich. Die können ja nicht einfach auf der Straße liegen bleiben. Ist schon ganz gut, dass sich da wer drum kümmert und die wegräumt und so. Toller Job. Richtig toller Job. Mit sehr viel Verantwortung und so. Mach mit, halt die Umwelt fit. Und räum deine Leichen weg. An den Haken will ich ran, sicher. Ah, warte mal, bevor ich an den rankletter, muss ich noch gucken, ob es hier oben vielleicht was zu klauen gibt. Ich habe schließlich auch ein Hobby. Ich bin ja hier, weil ich ein Hobby habe. Ich glaube, den da oben kann ich gut beklauen. Der sieht nach einem wichtigen Typen aus. Der hat bestimmt auch wichtiges Zeug. Ist hier vielleicht noch was? Zahnrad, aha. So. Man wird alles los, wenn man die richtigen Leute kennt. Okay, bevor ich da rangehe, mache ich nochmal eine Speicherung. Ja, Hui. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Also ein tolles Ding. Ich liebe das einfach, wenn man im Computerspielen speichern kann, wo und wann man gerne will. Und tschüss. Mach's gut. Tschüssi. Wer sowas erzählt, der darf die Kohle gar nicht an seinem Gürtel behalten. Damit hat er sich jetzt verscherzt. Oh, was ist denn das? Das nehme ich mal mit, landet im Journal. So, irgendwann wird sich irgendein Zukunftsbaum das bestimmt mal durchlesen. So, und ran an den Haken. Warum auch immer da Blut runtertropft, da hängt ja gar nichts dran. Außer mir jetzt hier. Ich gehe genau rechtzeitig rum, die Pause. Hä? Ach so, okay, das war's schon. Ich würde jetzt hier runterhopsen. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden. Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Zweimal verlassen werden? Wie meinst du das? Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Wow. Danke, das reicht mir. Ich will absteigen. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Ja, das ist wohl wahr. Auch wenn wir sehr beweglich auch am Haken rumbaumeln können, aber... Treffer. Oh, Scherben. Okay. Muss ich besonders langsam sein? Wie er sich räuspert. Irgendwer oder irgendwas sieht mich. Ich knack mal lieber ein Schloss, so ein bisschen zum Zeitvertreiben. Passiert? Endlich. Jetzt sind die Armen doch für was Ach, die kommen wirklich in den Eintopf? Ist das euer Ernst? Die Leichen kommen in den Eintopf? Seid ihr euch sicher? Ich verhungere. 10 Gold, hui. Okay, hier scheint ja alles sauber zu sein. Gucken wir mal.
Irgendwer hat mich gesehen? Ich bin so müde. Wer sieht mich denn hier? Hier ist doch gar keiner. Wo kam das jetzt her? Da ist doch auch keiner. Mir ist kalt. Hat mich etwa eine Leiche gesehen? Oh, Treffer! Übt der da oben? Was macht der denn da? Schießt der auf die? Dem ist echt verdammt langweilig. Eine Schere und was fürs Journal? Ein neues Dokument, okay. Ich glaube, die werde ich mir mal echt irgendwann mal durchlesen müssen, aber... nee, lieber doch nicht. Okay, ich weiß, ich bin nicht... Der ist gerade abgelenkt. Ich bin ein besserer Schütze als der alte Duke. Hey. Schon wieder. Kommt der jetzt runter? Und zack! K.O. ist doch jetzt... Ist doch wirklich K.O., oder? K.O. ist doch jetzt nicht komplett hinüber. K.O. schlagen ist doch in Ordnung, ne? Wir haben gesagt, wir bringen niemanden um, nicht ohne triftigen Grund. So, du kannst dich mal schön schlafen legen. Hier unten ist sehr bequem. Ich habe da ein Bettchen für dich ausgesucht. So. Er soll ja nicht zu lange schlafen. Er soll auch irgendwann wieder aufstehen. Da ist so ein scharfes Bett echt, scharfes Bett, verstehst du? Gut, hat er hier noch was für uns liegen gehabt? Nö. Doch, da, ein Becherchen. Ich sehe es genau. Hui, ein Wurfobjekt. Sowas brauchen wir. Sowas brauchen wir. Das ist in Zukunft echt praktisch. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, den armen Mann K.O. zu hauen. Was ist das? Ach, das ist ein Versteck. Okay. Das ist ja ein unnützes Versteck, aber egal. Brauchen wir nicht unbedingt. Und wieder Schloss knacken. Mensch, das geht hier hintereinander weg. Wahnsinn. Ah, ja, ja. Wir sind unserer Leiche immer noch knallhart auf der Spur. Und auf die Tür. Falscher Knopf. Pardon. Aha. Ziemlich viel Licht. Licht ist nicht gut. Können wir Licht ausmachen? Ist da jemand? Licht können wir... Inventar ist voll. Erstmal das Silberbesteck mitgehen lassen. So, dann gucke ich noch hier dahinter. Da ist nichts. Können wir hier was aufmachen? Können wir die Tür vielleicht wieder zumachen? Das wäre nicht schlecht. Sauber. Schön leise. Leise seufzelnd wie der Wind. Autsch. Ja, okay. Ich habe ja geguckt, hier war ja keiner. Wir machen trotzdem mal das Licht aus. Was für Riesenlichtschalter sind das eigentlich? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ein übelstes Megateil. Die Leute waren damals, glaube ich, noch nicht so... Die haben das noch nicht so schnell begriffen, dass da ein Schalter hängt. Das ist noch relativ neu, dass man Licht mit solchen Knöpfen an- und ausschaltet. Da mussten die halt sehr groß sein, damit die Leute die auf Anhieb finden. Heute ist es ja oft so, wir greifen beim Rausgehen instinktiv an den Türrahmen und merken dann irgendwann, fuck, hier ist ja gar kein Lichtschalter. Schon seit 3 Jahren, nicht seit ich in der Wohnung lebe. Da war noch nie einer. Kennt euch das auch so? Ihr kommt aus dem Zimmer raus, greift rechts neben die Tür an die nackte Wand und merkt, da ist immer noch kein Lichtschalter, auch nach Jahren nicht. Ich glaube, ich habe da so einen Konstruktionsfehler im Flur. Ich bin mir ziemlich sicher, da gehört einer hin. Sonst würde ich da nicht unterbewusst immer wieder hingreifen. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das da? Ach, das ist die Lampe. Wollen wir hier durch? Na, warte, da könnte ja jeder durchgehen. Das ist ja eine Tür. Nee, ich gehe schön da lang, wo unser Tool ist uns jetzt erlaubt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, nicht jeder hätte sich das Tool holen können. Oder so. Auf jeden Fall denke ich, dass das hier ein besserer Weg ist. Da lag doch schon was. Eine Lupe. Falls für uns mal der Durchblick fehlt. Boah, jetzt aber mächtig finster geworden. Oh, da geht's lang. Vielleicht sollte ich das Licht doch wieder ein bisschen runterdrehen. So, irgendwie so. Oh, jetzt blendet es nur noch mehr. Immer diese blöde Kacke mit dem Licht, ey. Als würde man einen im Dunkeln gar nicht sehen können, wenn man sich aufnimmt. Stimmt ja gar nicht. Gibt ja Infrarotlampen, warum hole ich mir nicht so ein Ding? Das wäre geil. Muss ich mir keine Platte ums Licht machen und es blendet nicht mal. Ich glaube, ich hole mir eine Infrarotlampe. Oh, da geht's noch weiter, okay. Hier drüben habe ich auch noch eine Tür gesehen. Ach, die ist dicht. Okay. Was ist das überhaupt für eine Tür? Die hat ja weder einen Griff noch ein Schloss. Okay. Das war's. Mehr nicht? Mehr nicht? Ich würde gerne noch mehr klauen. Naja, okay. Ein paar Pfeile und so weiter waren schon gut. Es war auch ganz gut, dass ich beim Händler das Inventar nicht gleich komplett voll gemacht habe.
Sonst hätten wir die Pfeile jetzt gar nicht mitnehmen können. Das wäre sehr schade, ne? Dann doch lieber ein bisschen rumgeizen. Oh. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Aus damit! Wer lässt denn hier unten die Lampe brennen? Ist da jemand drin? Was ist das denn? Komme ich da rein? Hier durch? Einfach nur ein kaputtes Fenster im Erdgeschoss. Klar, warum nicht einfach mal? Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Alter, was für eine Fleischfabrik das hier ist. Ich werde krank, das spüre ich. Hab ich gerade was fauchen gehört? Oder bestimmt bloß das Laufband. Irgendwer hat mich gesehen, da oben. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Ob ich hier einfach hoch kann? Okay, Leute. Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Aha. Ja. Oh, hätte ich das während des Gesprächs klauen sollen? Ich bin mir ja nicht so sicher. Ich glaube, der andere hätte mich durchaus von hinten kommen sehen. Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. Ich will hier nicht rumlaufen. Wahnsinn. Kann ich hier nicht überall das Licht ausmachen irgendwie? Okay, der geht jetzt wieder zurück. Der da unten checkt echt gar nichts, ne? Das Leder ist nicht geschmeidig. Ich geh mal hier rüber. Ich geh lieber mal hier rüber. Mach hier das Licht aus. Wie wär's damit? Ne? Die Lampen funktionieren doch so schlecht und so weiter. Hab ich hier eine super Ausrede, warum das Licht nicht mehr geht. Kann ich mich hier einfach ranhängen? Nee, ne? Nee, wäre auch eine blöde Art der Fortbewegung, wollte ich sagen. Huch. Denn ich will ja schließlich klauen und mopsen. Aber der kann mich ja gar nicht sehen. Der dort pennt ja, oder? Pennst du? Pennst du? Junge, schnarch mal, wenn du pennst. Ich glaube, der pennt wirklich. Ah. Ich bin weg. Der pennt ja doch nicht. Ich gehe mal durch die Tür hier durch. Wir lassen das einfach hier mit unseren Diebesspielchen. Und gehen einfach weiter. Wir haben eine Mission. Denkt an die Mission, Kinder. Denkt an die Mission. Ui. Naja, ich mache erstmal ein kleines Stäbchen rein. Und speichern, ganz wichtig. Spiel, speichern. Ja. Ich würde so gern jeden einzelnen Wachmann da drin berauben. Aber ich traue mich nicht. Die Routen, die laufen, sind so. Die decken sich so gut gegenseitig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nächste Folge nochmal zurückgehen soll. Weil der eine hatte da hinten was an seiner Hose hängen, das hat ziemlich geglitzert. Ich glaube, das können wir ihm wegnehmen, aber Ich trau mich nicht, ich hab so einen Schiss. Was, wenn die mich entdecken? Dann muss ich ja laden, das ist ja furchtbar. Aber jetzt habe ich ja gespeichert. Anfang nächste Folge bin ich mutiger. Vor allen Dingen, während er sich mit dem einen gerade unterhalten hatte, der hier wahrscheinlich so eine Art Schichtleiter ist oder der Chef oder von dieser Fleischleichenfabrik, Gulaschfabrik, wie auch immer. Der hat sich ja mit dem Wachmann unterhalten und die standen sich halt so geil gegenüber. Ich wette, der Wachmann hätte das gesehen, wenn so hinten im Schatten auf einmal jemand seinem Chef an der Hose rumfummelt. Naja, sei es wie es wolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen... Ich hoffe, das ist ein bisschen spannend als Zuschauer. Ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, so zuzugucken und jemanden zu beobachten, wie er da langläuft und sich nicht traut, Dinge zu tun. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Leiche und dem Ring. Was auch immer mit dem Ring auf sich hat. Aber naja, wir sind Dieb, wir müssen Sachen klauen. Vielleicht hilft uns das irgendwie dann... Damit schleimen wir uns dann bei der Bettlerkönigin ein und die verrät uns dann, was eigentlich passiert ist, warum wir ein Jahr lang weg waren vom Fenster.
Ich bin der Baume, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.